Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zur Spielvorstellung von Sobek, das Duell. Und damit herzlich willkommen zur Spielvorstellung von Sobek, das Duell. In diesem Video zeige ich euch die Abläufe, ist auch gar nicht mal so schwer und abschließend gibt es dann auch ein Fazit. Wobei schwer, es ist ab 10 Jahre angegeben, Familie ist also etwas anspruchsvoller und ist für zwei Personen. Geht recht schnell, 20 bis 30 Minuten, altes Ägypten als Thema, Pegasus-Spiel, der Verlag und Autoren Bruno Catala und Sebastian Ponchon. Jetzt zeige ich euch erst einmal die Abläufe und abschließend gibt es dann ein Fazit, weil aufgebaut habe ich schon mal eine Vielzahl an Material, steckt hier in dieser kleinen Box und das sind natürlich sehr viele Plättchen. Und die legt ihr am Anfang zufällig an, beziehungsweise solche 10 Startplättchen, die werden gemischt und 4 davon legt ihr in die Mitte. Die 2 davon bekommt dann jeder Mitspieler, die anderen kommen dann raus. Die anderen Plättchen, die stapelt ihr. Das sind Warenplättchen, aber auch Charakter dabei. Die stapelt ihr zufällig, bildet einen Stapel und legt die praktisch im Kreis an. Das wird auch in der Anleitung gut angegeben. Wichtig, die Charakterplättchen schaut ihr euch nicht an. Die werden gleich verdeckt platziert. Aber wenn ihr so ein Warenplättchen dann platziert, dann könnt ihr das quasi gleich aufdecken. Ganz wichtig, schaut auf die Anordnung, welche Richtung die dann schauen. Die Plättchen schauen jetzt alle zu euch. Ich hoffe, ich habe jetzt auch alles richtig platziert, sodass es auch passt. Das ist auch ganz wichtig. Diese Pirogenblättchen heißen sie, glaube ich, die werden zur Seite gelegt. Auch hier, ohne sie anzuschauen, zufällig werden hier 5 Blättchen gelegt. Und die anderen bilden einen verdeckten Stapel. Die können je nach Charakter noch einfließen in das Spiel. Und die Münzen, unterschiedliche Werte, die sind in dem Säckchen hinterlegt. Jeder hat also solche 2 Startplättchen. Man hat eine Korruptionstafel, die Punktemarke, die braucht man erst am Ende. Aber ihr braucht die Übersichten. Und am Anfang denkt man, ist das der Anspruch? Da gibt es ja so viele Optionen. Also immer wenn ein Plättchen kommt, dann schaut ihr dann einfach nach, lest es vor. Das ist für die erste Partie. Habt ihr das 2-mal gespielt, dann kennt ihr alles auf jeden Fall. Dann braucht ihr diese Übersichten nicht mehr. Weil auf einer Rückseite ist dann auch noch eine Punktetafel hinterlegt. Ihr zählt nämlich erst die Punkte, wenn ihr keine dieser 3 Aktionen, die ich gleich erklären werde, ausführen könnt, dann wird da quasi das Spielende dann eingeläutet. Die restlichen Plättchen legt man also hier zur Seite und eine Person beginnt, nimmt diese Ankh-Figur und stellt sie praktisch auf einen mittleren Bereich und achtet auf die Anordnung. Zu der werde ich auch gleich was sagen. Das heißt, das Plättchen kommt dann einfach hier zu meinem Vorrat. Das heißt, der erste Zug besteht darin, ein Plättchen aus diesem mittleren Bereich abzugreifen, die Ankh-Figur in Richtung, da sage ich gleich da was dazu, hinzulegen und das Plättchen seinen Vorrat zu legen. Und dann beginnt quasi das Spiel. Wenn ich jetzt am Zug bin, darf ich die Ankh-Figur ziehen. Das ist die erste Option. Die zweite Option ist, ich gebe Waren ab. Ich sammle ja im Verlauf der Partie Waren oder in Kombination mit Charakter, das sind nämlich auch Waren-Symbole hinterlegt, und verkaufe Waren. 3 Warenplättchen mindestens müssen sein, das lege ich von mir ab und schaue mir dann diese Pirogenplättchen an und darf dann eines davon ausführen. Und das ist quasi die zweite Option. Die dritte Option ist, ich habe Charaktertafeln auf der Hand und spiele die dann quasi aus. So, jetzt fangen wir an bei der ersten Aktion und machen das langsam, weil der Ink ist schon so hinterlegt. Warum, sage ich gleich, weil der Nächste ist dran und der nimmt sich natürlich eines dieser Plättchen. Und zwar sieht man hier das in dieser Reihe oder Spalte, je nachdem von euch gerichtet. Das heißt, diese Pfeile oder diese Anordnung zeigt das an, dass man sich eines dieser Plättchen nehmen kann. Und da hier sehr viele Skarabäen hinterlegt sind, warum, das bringt ja einiges, dann ziehe ich einfach hier auf dieses Feld, nehme mir das Plättchen und jetzt ist das Element, ich ordne immer diesen Ankh in dieser Richtung dann an. Und zwar in dieser Pfeilrichtung, wo das jetzt hinterlegt ist. Dieses Plättchen lege ich jetzt in meinen Vorrat. Aber ich habe ja ein Plättchen übersprungen. Und alle Plättchen, die ihr überspringt, die kommen auf eure Korruptionstafel. Das heißt, ihr müsst immer schauen, attraktive Plättchen, wo ihr nehmen wollt, dann müsst ihr je nachdem weite Sprünge machen. Aber alle Plättchen, die dazwischen liegen, die kommen auf eure Korruptionstafel. Und dann ordnet ihr immer diese Ankh-Figur natürlich neu dann an. So, dann ist der Nächste dran. Er kann natürlich auch ziehen, jetzt hier quasi diagonal, wäre auch eine Möglichkeit. Wenn man sich so ein Charakterplättchen nimmt, dann nimmt man das auf die Hand, zeigt es bloß in seinem Mitspieler, weil es ein paar interaktive Elemente dabei, nimmt es dann quasi auf die Hand und schaut es sich dann an.
So, der zweite Zug ist, und man sieht ja hier die Plättchen, naja, so viel sind es ja noch gar nicht. Kann man mal schauen, sind es hier schon drei Waren? Nee, das sind ja noch, oh, das sind ganz schlechte. Oh, sind ja nicht einmal Skarabäen hinterlegt. Also, ich werde es jetzt sicherlich nicht machen, dass ich drei, kann ich ja auch gar nicht, mindestens drei Warenplättchen ablege. Weil es gibt ja nachher Punkte in Kombination mit den Skarabäen. Kann ich aber nicht. Könnte ich das, würde ich das jetzt machen, eventuell drei oder mehr. Und würde man dann hier diese Plättchen dann einfach dann anschauen. Und da sind, hier sind so Punkte sogar hinterlegt. Darf mir dann eines dieser Plättchen nehmen. Zum Beispiel hier so ein Joker-Plättchen mit zwei Karabäen. Aber Waren kann ich nicht. Aber ihr wisst jetzt Bescheid, es wird auch nicht mehr aufgefüllt. Ganz wichtig, die Plättchen, der Erste schaut sich alle dann an und nimmt sich ein beliebiges Plättchen, beziehungsweise führt es dann aus. So, das war zweite, Warenplättchen. Also das könnt ihr als Option machen. Die dritte, ihr ahnt es vielleicht, ich habe vielleicht im Spielverlauf solche Charakter Plättchen vor mir. Und die dritte Option ist, ich spiele ein Charakterplättchen aus. Führe also das aus, was angezeigt ist. Ich nutze es also nicht als Ware. Ihr dürft es nämlich in Kombination mit einem Warenplättchen auch ausspielen. Das ist die Aktion 2. Oder ihr nutzt die Aktion 3. Ihr aktiviert praktisch dieses Plättchen und führt es dann aus. So, und das ist das, was in der ersten Partie immer das Thema ist. Was habe ich denn jetzt? Gib mir mal die Übersicht. Und das sind nämlich alle hinterlegt. Hier seht ihr also alle Charakterplättchen, die ihr dann einfach anschauen solltet, wenn das wirklich zum Tragen kommt. Lest ihr euch nicht vorher durch, sondern erst wenn ihr das Charakterplättchen habt, schaut es euch an, dann wisst ihr Bescheid. Bei den Pirogen ist es genau das Gleiche. Habe ich jetzt vorhin auch ein bisschen schneller gemacht. Wenn das zum Tragen kommt, dann deckt ihr die auf und lest immer auf der jeweiligen Stelle bei den Pirogenplättchen nach, was die denn machen. Ist natürlich auch eine Option, braucht ihr also auch für die erste Partie nicht durchlesen. Die Häufigkeit der Warenplättchen, das ist für diejenigen, die das Spiel wirklich sehr ernst nehmen, natürlich gewinnen wollen und wissen, welche Kombination gibt es, ist natürlich auch hier nochmal das Warenplättchen oder die Übersicht dann dargestellt. So spielt ihr quasi immer weiter. Das heißt, ihr zieht mit der Angfigur, ihr spielt drei oder mehr Plättchen aus, also mit Waren verknüpfte Plättchen aus oder spielt den Charakter aus. Ja, aber irgendwann könnt ihr vielleicht hier nicht mehr ziehen. Kein Problem, hier haben wir ja einen Vorrat. Das heißt, es wird auf jeden Fall aufgefüllt, soweit es möglich ist. Aber ansonsten wird immer aufgefüllt, weil nehmen wir an, so, jetzt machen wir das Beispiel einfach mal. Die Figur wurde hier hingezogen praktisch, es wurde gelenkt. Dann kann ja hier gar nichts mehr genommen werden. Hier ist leer. Dann füllt ihr natürlich erst einmal den Marktbereich dann auf, soweit möglich. Ja, sind keine Plättchen mehr da, könnt ihr die Aktion des Ziehens mit der Angfigur gar nicht machen. Ihr bleibt also nur euch üblich, Warenplättchen, also Waren auszuspielen oder Charakter letztendlich auch auszuspielen. Ja, wenn einer oder eine Spielerin nicht mehr ziehen kann, keine Warenplättchen auf der Hand hat oder Waren zum Ausspielen und auch keinen Charakter, dann endet die Partie sofort. Ja, der Mitspieler oder die Mitspielerin schaut noch, was für Plättchen sie hat und diese hat sie vielleicht noch Kombinationen. Oh ja, da habe ich ja noch drei Waren. Und die möchte ich natürlich ausspielen. Nein, weil am Spielende kommen die quasi raus aus dem Spiel. Die restlichen Plättchen, die ihr jetzt habt, die kommen auf eure Korruptionstafel. So, klingt noch ein bisschen kompliziert. Erste Partie ist eine Lernpartie, aber dann geht es um die Punkte. Und dann wird erst einmal geschaut, wer letztendlich die wenigsten Kärtchen auf seiner Korruptionstafel hat. Und der oder diejenige darf dann aus diesem Säckchen dann einfach eine Münze ziehen. Sieben, auch nicht schlecht. Es gibt natürlich auch noch niedrigere Werte. Sieben, jetzt habe ich aber Glück gehabt. Es gibt auch hier den Wert 3, 5 beispielsweise. Das zieht er dann einfach raus. Das war aber noch nicht alles. Ihr vergleicht nämlich die Anzahl der Korruptionsplättchen. Und zwar liegen hier, jetzt machen wir ein Beispiel, 4 und hier liegt 1. Also, diese Person zieht ein Korruptionsplättchen. Und dann wird die Differenz genommen. Das sind 3. Und bei 3, 6, 9, bei dieser Differenz darf man für jeweils 3, wo die Differenz ist, darf derjenige dann noch ein weiteres Plättchen ziehen, noch eine weitere Münze dann bekommen, was ihr natürlich nachher dann abtragt auf der Punktetafel. Aber es ist natürlich auch die Waren spielen eine Rolle. Und jetzt machen wir natürlich das Beispiel mit den Warenplättchen. Das muss ich euch zeigen und einen Hinweis muss ich nämlich euch auch noch geben. Das habe ich nämlich übersprungen, was die Abläufe dann angeht. Wenn es jetzt um die Punkte geht, dann zählt man seine Punkte und multipliziert es mit den Skarabäen.
Wenn ihr nachher also Plättchen nehmt, und meistens nehmt ihr Plättchen, zumindest mache ich das sehr gerne, ich zocke da gern und hoffe, dass ich auch viele Waren dann vor mir habe. Ich nehme mir also immer dieses Plättchen meistens zu mir. Wenn ihr aber euch ein Plättchen nehmt und ist hier so ein Mundsymbol hinterlegt, und bei Vereinzelten ist es auch der Fall, dann dürft ihr quasi aus dem Säckchen dann ziehen, das Plättchen kommt zur Seite. Also das nur als wichtiger Hinweis, aber wäre jetzt das Spielende eingeläutet, dann wären das jetzt hier 6 Punkte, 1, 2, 3 mal Anzahl der Skarabäen, die man jetzt hier hinterlegt hat, und das wären dann 6 Punkte. So, das sind die Waren und dafür bekommt ihr auch nochmal Punkte. Also letztendlich habt ihr Münzen für euch gesammelt, schaut die Korruption, bekommt ihr auch nochmal Münzen, und schaut natürlich die Waren, bekommt ihr auch nochmal Münzen. Und das tragt ihr, wo haben wir es, hier auf der Seite, natürlich hier auf dieser Punkteleiste dann ab. Da wird es auch nochmal separat hinterlegt, wie das dann einfach gerechnet wird. So, und der oder diejenige mit den meisten Punkten hat gewonnen. Hier gibt es noch einen Marker für jeden, auch mit 50 plus, sofern ihr da weiterkommt. Ich habe es noch nicht geschafft. Also vielleicht habt ihr schon geschafft, dann dürft ihr es gerne in den Kommentaren ergänzen. Aber bei mir war immer die Seite, die neutrale Seite oben. Ich habe es nie geschafft, bisher über 50 zu kommen. Vielleicht war ich auch zu schlecht. Aber ihr dürft es natürlich auch gerne mal euren Punktestand in den Kommentaren dann hinterlegen. Aber das waren alle Infos und ich glaube, dann können wir auch schon zum Fazit übergehen. Fließend zum Fazit übergeben, würde ich sagen, weil Subic das Duell ist ein Zwei-Personen-Spiel. Das Duell, das erinnert natürlich schon wieder an Seven Wonders das Duell oder Imhotep, sehe ich da drüben. Also viele Bereiche, viele sehr gute Zwei-Personen-Spiele. Und das hier, das gesellt sich jetzt quasi hier rüber, weil dieses Spiel macht richtig viel Spaß. Es ist ein tolles Zwei-Personen-Spiel, ist ein etwas anspruchsvolleres Zwei-Personen-Spiel. Wenn ihr da die Box erstmal aufmacht, die ist vollgepackt mit Plättchen. Da bekommt man auch wirklich sehr viel für sein Geld. Da steckt wirklich sehr viel drin. Allerdings muss ich sagen, die erste Partie oder beim Lesen, ich war total verwirrt. Wie mache ich das? Ich ziehe mit der Figur, überspringe da noch. Die kommen dann auf die Korruption. Was macht denn die Korruption? Die macht ja dann noch Punkte, beziehungsweise ich kriege dann noch aus dem Säckchen was oder kriege nichts aus dem Säckchen. Und dann habe ich ja noch die anderen Plättchen, die dann noch als Bonus fungieren. Also, deswegen ab 10 Jahre. Also schon ein bisschen ein anspruchsvolleres Spiel. Ich hoffe, mir ist gelungen, euch die Regeln, wie gesagt, schaut immer noch in die Regeln rein, gelungen näher zu bringen. Ihr dürft es auch gerne mal kommentieren, was jetzt eure Meinung zu dem Spiel ist. Aber ich war dann wirklich nach der ersten, zweiten Partie positiv überrascht. Und wir haben gleich weiter Partien gespielt, weil es so viel Spaß gemacht hat. Und jetzt über die letzten Wochen haben wir wirklich regelmäßig so big gespielt, das Duell als Zwei-Personen-Spiel, weil es einfach Spaß gemacht hat. Es geht schnell. 20, 30 Minuten, mittlerweile 20 Minuten geht das Spiel. Das geht mir schon fast zu schnell. Ich will doch sammeln. Nein, 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 dann wird was abgegriffen. Und dann kommt noch dieses schöne interaktive Element mit diesen Pirogenplättchen zum Tragen, wo es heißt, nimm alle Plättchen, die auf deiner Korruptionstafel liegen, auf die Hand, lege das Pirogenplättchen danach in die Schachtel oder hier zum Beispiel Pirogenplättchen neben den gegnerischen Korruptionstafel, damit derjenige auch viel mehr Plättchen vorweisen kann am Ende. Also es sind schöne paar kleine gemeine Elemente, die können in einem Spiel vorkommen, die können auch nicht vorkommen. Das hängt immer von Partie zu Partie ab. Aber die haben die gewisse Würze, wo ich wirklich sage, das macht Spaß. Auch wenn ich jetzt angestichelt werde von meinem Mitspieler, es hält sich aber alles im Rahmen, aber das macht richtig Spaß. Ein tolles Zwei-Personen-Spiel, klare Empfehlung, schönes Thema, wunderschön illustrieren, altes Ägypten. Es gibt bei weitem ja schon so viele Spiele mit Plättchen, wo man legt, wo man zieht, wo man sammelt, aber ich muss wirklich sagen, das hat mich positiv überrascht und das haben wir jetzt auch in der letzten Zeit so oft gespielt. 10 Jahre passt, wenn ihr ein bisschen geübt seid, dann durchaus jüngere, ab 8 Jahre, aber aus meiner Sicht die Altersangabe passt. Familie steht dabei, ein gehobenes Familienspiel für 2 Personen, für Jüngere, für Ältere, da ist eigentlich wirklich jeder dabei und vielleicht seid ihr jetzt, habt ihr jetzt auch Lust auf dieses Spiel bekommen. Wie gesagt, freue mich auf eure Kommentare. Wenn ihr es euch holen wollt, gerne beim Händler eures Vertrauens vor Ort oder ihr nutzt die unten genannten Links, da unterstützt ihr uns ja automatisch, zahlt nicht mehr. Es können Spiele, können aber auch andere Produkte sein. Das zu den wichtigen Infos in Kürze, in Länge. Ich weiß jetzt gar nicht, wie lange es geht. Tolles Spiel. Ich habe es aufgebaut. Ich werde es jetzt wahrscheinlich wieder zurücksetzen, damit ich es nicht einpacke, sondern dass wir jetzt nachher gleich wieder eine weitere Partei spielen. Und ich glaube, das sagt einiges aus über dieses Spiel. Das zu den wichtigen Infos. Jetzt sage ich aber wirklich Tschüss, macht's gut und bis bald.